Warum macht man eine Saftkur? Ich kriege sehr schnell Kopfschmerzen, wenn ich Hunger habe. Ich schaff das. Uff, nee. Der hat Stückchen. Ja, wir haben Hunger. So körperlich geht es mir ganz gut, aber kopfmäßig ist es einfach richtig schlimm. Wir saßen ja auf dem Sofa und waren die ganze Zeit so, oh mein Gott, essen. Oh mein Gott. Ja, wir trinken jetzt eine kleine Burger. Hallo. Heute ist Tag 1 von 5, an dem ich nur Säfte trinken werde. Bin sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, I don't think so. Ich schaff das. Saft Nummer 1 ist halt auch einfach nur Infused Water. Schmeckt halt nach Wasser mit sehr viel Zitrone drin. Aber ist ganz lecker. Ich werde übrigens nicht von der Marke, die wir jetzt hier in diesem Video nutzen, gesponsert oder so. Wir haben uns das selbst gekauft. Das hat über 200 Euro gekostet. 2 Saftkuren für 5 Tage. Für einen Wocheneinkauf, für einen Wocheneinkauf gebe ich im Schnitt maximal die Hälfte aus, die ich jetzt für 5 Tage Saftkur für 2 Personen ausgegeben habe. Also, warum macht man eine Saftkur? Was sagen denn die Safthersteller zu ihren Sachen? Eine Saftkur ist eine intensive Zeit, in der du dich stark mit deinem Körper auseinandersetzt. Eine Pause einlegen, dem Körper Erholung gönnen, ein besseres Gespür für Hunger, den eigenen Körper, Vitamine und die Prozesse des eigenen Körpers bekommen. Dafür ist eine Saftkur genau das Richtige. Finde ich eine schöne Zusammenfassung, was das ist. Also für mich, ich sehe das gerade einfach als Challenge, weil ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Triggerwarnung oder so setzen soll, weil wir viel über Ernährung und so reden. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Tag nichts gegessen, glaube ich. Es wird in diesem Video auch nicht um Abnehmen gehen. Ich werde mich nicht auf die Waage stellen, euch vorher nachher Ergebnisse geben, meinen Körper ausmessen oder so, weil darum geht es bei sowas auch gar nicht. Alles, was ich jetzt abnehme, werde ich wahrscheinlich nächste Woche wieder drauflegen. Ich höre auch oft, dass Saftkuren kompletter Bullshit sind, weil eigentlich sagen Saftkuren immer so, ja, ihr entgiftet euren Körper damit. Und eigentlich entgiftet der Körper sich sowieso selber schon. Die Leber und die Nieren machen das, oder? Wenn man gesund ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, für mich persönlich ist es einfach nur eine Challenge. Schaffe ich das 5 Tage sowas zu trinken? Oder wie mein Körper so drauf reagiert? Ich bin einfach gespannt, wie es mir geht. Ich kriege sehr schnell Kopfschmerzen, wenn ich Hunger habe. Ich habe jetzt bei der Saftkur 5 Säfte und 3 Shots am Tag, die man ungefähr im Abstand von alle 2 Stunden trinkt. Ist okay. Hunger. Wir haben 2 Stunden später und jetzt gibt es den zweiten Saft oder eigentlich den ersten richtigen Saft für heute. Orange, Guarana, Ginseng und Ingwer. Der hat Stückchen. Oh ja. Och Mann. Der hat sehr viele Stückchen. Der schmeckt echt gut. Das ist so ein nicer Orangensaft, so einer richtig perfekten Ingwernote. Vielleicht finden wir die Stückchen morgen richtig geil, weil das ist das Einzige, worauf wir rumkauen können. Wir haben 2 Stunden später und sitzen immer noch an der genau gleichen Position, weil wir gerade so uns besprechen und unser Leben organisieren. Und es gibt wieder Essen. Ich habe so Hunger. Wir haben aber heute 2 Mahlzeiten. Wir haben jetzt gerade übrigens 13 Uhr. Normalerweise fängt man um 8 Uhr an und geht dann alle 2 Stunden. Aber wir haben um 9 Uhr angefangen und gehen alle 2 Stunden ab. Grüne Liebe mit Grünkohl, Gurke, Limette, Matcha, Apfel. Der könnte lecker sein. Ich weiß noch nicht, wie sehr Grünkohl da. Ja. Oh, aber kann man trinken. Ja. Das schmeckt sehr nach Gras, also nach Wiese. Bei dem Shot steht, dass es scharf ist. Ist schon scharf. Und das ist so viel. Oh mein Gott, ich habe nichts davon rausgetrunken. Ich muss einfach weg. Das ist besser, als jetzt 5x1 hinzunehmen. Ich will einen Burger mit Pommes. Oh ja. Kaya auch. Du kriegst heute Essen, Kaya. Liegt hier auch bei uns. Kaya, möchtest du auch eine Saftkur machen? No. I want belly rubs and food. Some juice! Also ich habe, glaube ich, so langsam den Tiefpunkt meines Tages erreicht. Und es ist 15 Uhr. Wie geht's dir? Und es ist Tag 1. Ja, mein Magen füllen mit Essen. Ich muss gleich noch mit Kaya spazieren gehen. Ich hoffe, ich kipp da nicht um. Rote Rakete mit rote Beete, Karotte, Orange, Apfel, Gurke.
Jetzt aber nicht zu viel rote Bittergeschmack drin, das könnte ja auch ganz lecker sein. Ja. Das ist ganz lecker. Ja. Ich finde ihn besser als den grünen gerade. Besser als den eben, aber ich fand davor den orangen Saft fand ich am besten. Ja, die süßen Säfte sind halt, glaube ich, insgesamt auch geiler als die Gemüsesäfte. Es geht ja auch hauptsächlich um Nährstoffe. Aber jetzt seit einer Stunde habe ich so richtig gemerkt, dass ich so schlapp bin. Ich einfach... Also ich habe viel Lust zu essen, aber ich bin auch so... Hallo! Wie viel Uhr haben wir? Gerne. Wir haben 19 Uhr. Hast du schon probiert? Nee, aber safe. Von dem, was draufsteht... Wir haben 19 Uhr. Ich war gerade duschen. Mir geht's eigentlich gut. Wie geht's dir? Eigentlich auch. Ich habe leicht Hunger und halt voll Bock zu essen. Aber es ist okay. Na, wir sind Gucci. Wir hatten gerade einen Saft vor 2 Stunden, den habe ich, glaube ich, nicht gezeigt. Das ist jetzt der vorletzte, wieder mit Shot dazu. Da steht auch scharf drauf. Ist ja auch ein Ingwer-Sturm. Oh, und ist das Cayenne drin. Wie soll ich das denn schaffen? Ja, Echsen. Wir trinken jetzt Goldrausch mit Orange, Ananas, Kurkuma, Karotte. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Turn up! Der klingt schon. Ich kann mir vorstellen, dass es der beste sein wird. Kann ich mir auch. Die nie auf. Der natürlich auch mal wieder ein Stückchen. Aber der ist schon nice. Auch leicht scharf, wie im Kurkuma wahrscheinlich, ne? Aber der ist geil. Mhm. Ist mein Lieblingssaft bisher, glaube ich. Ich glaube auch. Das ist so eine nette Abwechslung wieder nach den 3 Gemüsesäften. Aber der ist noch mal krasser als der andere. Ich glaube aber, ich finde den leckerer als den anderen. Auch wenn er schärfer ist. Why is it spicy? Ich habe schon gesagt, also hier nach in 2 Stunden um 21 Uhr trinken wir noch einen. Das ist der letzte. Und dann brauche ich auf jeden Fall noch so einen Pfefferminztee oder so, wenn wir so Love Island noch gucken. Weil wir essen da sonst immer was bei. Und Tees, also Kräutertees sind okay, Brühen sind okay. Und wenn du wirklich was kauen willst, kannst du dir auch mal eine Banane oder so nehmen. Aber darauf wollen wir eigentlich verzichten. Brühen und Tees finden wir okay. Guten Abend. Ashwagandha, das steigert Testosteron. Aber das ist doch entspannt oder so steht hier. Ja, Ashwagandha hat auch einen. Hab ich denn auch mal Testosteron? Ich weiß nicht, ich glaube, das steigt. Also, angeblich. Wir haben 21 Uhr, es ist unser letzter Saft von Tag 1. Bis jetzt waren alle ganz gut. Die einen mehr, die anderen weniger. Der schmeckt einfach wie Ananassaft. Ja. Und es ist mal Saft ohne Stückchen. Das ist echt geil. Das ist so angenehm. Ist das dein Lieblingssaft? Mm-mm. Der Karottensaft ist mein Lieblingssaft. Also der vor dem hier, glaube ich. Also Fazit von Tag 1. Ich habe gar nicht so Hunger. Ich habe nur voll Bock zu essen. Aber vom Hunger her hätte ich echt erwartet, dass es schlimmer wird. Ja. Es ist so, man wird so hungrig, aber es bleibt so auf so einem moderaten Level Hunger. Ja. Es ist nicht so, oh mein Gott, ich verhungere oder so. Genau. Das ist auch immer, man nimmt dann, hat dann einen Drink, dann ist man 2 Stunden ganz zufrieden, so gegen Ende wird es dann ein bisschen heftiger. Dann wieder so ein bisschen schlimmer und dann nimmt man wieder so einen Saft und ist okay. Ja. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage werden. Ob wir morgen früh einfach komplett am Verhungern sind. Hallo, es ist Tag 2. Und eigentlich wäre jetzt ein Saft dran, wir haben 14.30 Uhr. Aber wir trinken jetzt eine klare Brühe. Ich will Tuppi essen! Ich habe so Bock auf was Salziges. Wird aber sogar empfohlen, das zwischendurch mal zu essen oder zu trinken. Und dazu gibt es noch den 4. Saft. Die Shots sind schon echt scharf. Hallo, heute ist Tag 3. Boah, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ich trinke gerade den 3. Saft von heute und zwar grüne Liebe und das ist auch der schlechteste. Also er ist trotzdem noch ganz okay, aber alle anderen schmecken besser. Mir geht's so viel besser, als ich erwartet hätte. Ich habe so Bock zu essen, ich habe so Lust auf alles. Mir hat auch jemand auf Instagram geschrieben, schreib dir alles auf, worauf du Appetit kriegst und dann kannst du es nächste Woche halt kochen. Das mache ich, da bin ich sehr gut dabei. Und ich merke auch, hier liegen halt überall in unserem Haus so Snacks. Da stehen so saure Würmer rum. In der Schublade ist noch schon so Schokolade. Irgendwo war noch so eine Tüte Chips. Und normalerweise, wenn ich daran vorbeilaufe, dann snack ich den ganzen Tag immer dieses Zeug weg. Und jetzt jedes Mal so... Uff, nee. Allerersten Tag ging es mir am schlechtesten. Da war ich ziemlich schlapp. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen gekriegt. Aber ab morgens, Tag 2, geht es mir voll gut. Also richtig normal so. Und gestern an Tag 2
hatte ich auch das Gefühl, dass ich voll viel Energie habe. Was wahrscheinlich auch daran liegen kann, dass ich meinen Insulinspiegel alle 2 Stunden schön durch diese Fruchtzuckerbombe auf einem Pegel halte. Guten Morgen. Der vorletzte Tag der Saftkur. Ich hab so Hunger. Jo. Also, irgendwie wird's so langsam schon schlimm. So. Ja, wir haben Hunger heute Morgen. Wir haben jetzt den ersten Saft für heute. Und das ist Wasser. Und es ist Wasser. Und wir haben, wie gesagt, noch 2 Tage. Wir dachten gestern beide zwischenzeitlich, dass wir nur noch 1 Tag haben. Und waren so richtig fertig, als wir erfahren haben, so, als wir alle dazu gemerkt haben, es sind noch 2 Tage. Also körperlich geht es mir ganz gut, aber kopfmäßig ist es einfach richtig schlimm. Und das Schlimmste ist, dass wir nicht mal reinhauen können direkt an dem ersten Tag, weil man so langsam wieder da reinkommen muss, dass der Magen so isst und dass man so viel Kalorien und so zu sich nimmt. Ich will einfach nur Burger. Tag 4, Saft 2. Von 7 heute. Da ist so mega viel Fruchtfleisch drin. In manchen ist es nicht so krass, weil das ist auch eigentlich mein Lieblingssaft. Aber heute, das war mehr Fruchtfleisch als Saft. Und eigentlich denkt man sich vielleicht so, ja, wenigstens was zum Kauen. Aber ich hasse Säfte mit Fruchtfleisch. Vom Körperlichen her geht es mir immer noch mega gut. Ich habe durchgehend so leicht Hunger, aber viel mehr einfach nur Lust, was zu essen. Ich bin nicht schlapp, ich habe keinen Kopfschmerzen, nichts, ist alles gut. Hallo, es ist Tag 5 von 5. Oh mein Gott, ja. Ich glaube, ich habe heute noch nichts erzählt. Es ist der letzte Tag. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geredet habe. Wir vloggen nebenbei auch noch und ich weiß jetzt gerade nicht, was in welchem Video passiert und so. Und ich mache auf Instagram auch so ein kleines Update. Also, Tag 1, 2 und 3 letzte Chance vorbei. Waren vollkommen okay und also nicht angenehm. Aber ich hatte nur richtig krassen Appetit oder wir beide Hunger. Immer mal wieder ein bisschen, aber der Appetit, der war am schlimmsten. Und ich war auch gar nicht irgendwie schlapp oder so. Dann, am Tag 3 dachte ich auch noch so, ja, 5 Tage sind eigentlich voll unnötig, weil ich fühle mich jeden Tag gleich und 3 Tage voll gut und so. Als ob das jetzt noch so einen Unterschied macht, dass ich 2 Tage länger mache. Und dann kam erstmal Tag 3 abends. Möchtest du den Saft trinken? Ey, wir hatten so Bock zu essen. Wir saßen ja auf dem Sofa und waren die ganze Zeit so, oh mein Gott, essen. Oh mein Gott. Einfach nur ein trockenes Toast zu essen, ohne es getoastet zu haben. Das wäre unser größter Wunsch gewesen an diesem Abend. Einfach irgendwas zu essen. Ich finde es auch krass, dass ich so nachts gar nicht so schlimm Hunger hatte oder so. Und dann Tag 4. Da war ich richtig schlapp, so um mittags rum. Und dann musste ich das erste Mal aufs Klo gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hören wollt, wie sehr ich darüber reden sollte. Normalerweise gehe ich, wenn ich normal lebe und esse, gehe ich schon mindestens einmal am Tag aufs Klo. Ich glaube, Tag 2 und Tag 3 war ich nicht auf dem Klo. Und dann Tag 4 musste ich aber. Man kann sich, glaube ich, vorstellen, was rauskommt, wenn man den ganzen Tag nur... Auf jeden Fall, mir ging es richtig schlecht vorher und nachher auch. Und ich war so schwach und schlapp so ein bisschen und dachte mir so... Und mein Magen hat so geblubbert und es ist alles so, es fühlt sich alles so wässrig und öh an. Und dann noch mehr Säfte reinnehmen in mich rein. Und auf jeden Fall haben wir gestern halt das normal beendet mit allen Säften, die man so trinken muss. Heute waren wir bei Ikea, wir waren 4 Stunden unterwegs, haben einen Saft mitgenommen, aber wir waren so lange unterwegs, dass wir einen verpasst haben zu der normalen Saftzeit und wieder da waren, als der nächste dran war. Und weil genau der, den wir verpasst haben, auch der war, den wir am wenigsten mochten, dachten wir uns so, komm, wir lassen ihn jetzt aus. Und wir haben uns schon gestern so gedacht, wollen wir morgen Abend eine Kleinigkeit essen? Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wir damit irgendwie aufgegeben haben oder es nicht geschafft haben oder so. Aber ich will morgen ein bisschen vernünftiger wieder essen können. Weswegen es doch eigentlich schlau wäre, dass wir heute Abend uns schon eine Kleinigkeit gönnen, damit der Magen ein bisschen voller ist. Wir haben ja jetzt auch einen Saft übersprungen, den wir auch nicht mehr nachtrinken wollen heute.
irgendwann vielleicht noch. Der ist, glaube ich, ein paar Wochen haltbar. Und das ist jetzt auch mein letzter Saft, weil wir lassen den auch von abends noch aus, dieser blaue Ananassaft. Irgendwie hat der von Tag zu Tag ein bisschen mehr nach. Na, egal. Das ist mein letzter Saft. Oh mein Gott. Wir haben jetzt heute halt nur 5 von 7 Säften getrunken. Flo ist jetzt gerade einkaufen und gleich mache ich uns Wraps. Ich weiß, es ist sehr riskant, direkt sowas zu essen. Ich finde Wraps noch ziemlich leicht, wenn da nur so Salat und also so Gemüse drin ist. Und so eine leichte Soße, halt nicht irgendwie so eine fettige Mayo oder keine Ahnung was. So was Leichtes. Aber wir haben so Hunger und so Bock und, oh, und morgen fahren wir abends zu Freunden. Da werden wir 100 pro Burger essen. Mann, oh. Eine hat mir geschrieben, dass sie am ersten Tag direkt reingehauen hat und dann die ganze Nacht Bauchschmerzen hatte. Und eine andere Followerin hat mir geschrieben, dass sie direkt die erste Mahlzeit, dass sie die, also wieder, deswegen riskieren wir es jetzt einfach heute. Wir haben schon überlegt, so ja, okay, eigentlich sollten wir mit einer Suppe starten. Also ich glaube, man sollte halt nichts krass Fettiges und so essen, sagt sie, und isst morgen wahrscheinlich einen Burger. Nicht krass viel auf einmal und auch nicht zu viele Kalorien halt. Also so wie vorher ich gegessen habe, sollte ich vielleicht nicht direkt morgen starten, weil mein Magen ja ein bisschen kleiner bestimmt geworden ist, oder? Geht das in 5 Tagen? Ja. Das ist so jetzt bis jetzt das Fazit. Ich werde euch wahrscheinlich morgen noch, oder heute Abend zeige ich euch noch die Wraps und wie es uns danach geht. Und morgen nehme ich auch noch mit. Und dann gibt es Sonntag noch das ganze Fazit von uns. Und ich hatte heute bei Ikea auch so Angst, dass ich aufs Klo muss. Aber ich musste nicht. Zum Glück. Ich habe Wraps gemacht. Es riecht so gut. Oh. Ja. Das ist so geil. Das ist so gut. Oh mein Gott. Ich möchte weinen. Ich erzähle dann später, ob es sich das gelohnt hat oder ob wir es gleich schon wieder bereuen werden. Hallo, wir haben jetzt 3 Tage später, glaube ich. Ich habe es irgendwie nicht mehr geschafft, mich zu melden. Ich wollte noch mal kurz erzählen, wie es uns danach ging. Weil ich einige Horror-Stories gehört habe, dass das Essen danach richtig schwierig und schlimm sein sollte. Nach dem Wrap ging es uns wie immer voll normal, also gut. In der Nacht war auch nichts, keiner von uns hatte irgendwelche Magenprobleme oder so. Und am nächsten Tag haben wir auch wieder ziemlich normal gegessen. Also morgens hatte ich einen Apfel mit Erdnussmus, mittags hatten wir so Sandwiches und abends waren wir dann bei Freunden und haben halt Burger gegessen. Es waren Veggie-Burger, aber natürlich mit fettigen Pommes und sowas. Und ein paar alkoholfreie Cocktails. Also alles ganz normal. Also unsere Mägen hat das gar nichts ausgemacht. Ansonsten habe ich, glaube ich, genug zu der Saftkur und so erzählt, wie es uns da ging. Nochmal würde ich das nicht machen. Ich finde, einmal war es eine coole Erfahrung. Also falls ihr das auch schon immer mal machen wolltet, würde ich euch jetzt nicht davon abraten. Ich selbst würde es jetzt nicht nochmal machen. Es war einmal eine coole Challenge. Das reicht mir. Falls ich nochmal Bock habe, irgendwie ein paar Tage zu fasten oder einen Tag zu fasten, mache ich das lieber mit, keine Ahnung, klaren Gemüsebrühen und irgendwas selbstgemachten. Nicht nochmal 200 Euro für 2 Saftkohlen ausgeben. Aber es war cool. Ich bereue es nicht. Aber es war schlimm. Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.